herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bravely Balance Podcasts mit mir, mit Chris. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und heute möchte ich dir einen klitzekleinen Einblick geben in mein Programm, was ich für hochsensible Empathen erstellt habe. Und wir sind dabei gerade in Modul 3. Und ja, Modul 3 ist so ein Thema, was für die meisten hochsensiblen Menschen ganz oft eine große Hürde in unserem Leben ist. Es geht dabei um das Thema Abgrenzung. Und ja, vielleicht kommt dir das bekannt vor, dass das ein Thema ist, was wirklich total schwierig ist. Und ja, da sind ganz viele Dinge, die damit hineinfließen, von einfach der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, auch dadurch, ob wir überhaupt wissen, was unsere Werte sind und wofür wir einstehen wollen. Und aber auch ein super wichtiges Thema ist das Thema Dankbarkeit und Wertschätzung für uns selbst. Und vielleicht ist es anfangs, ja, macht es erst einmal gar nicht so viel Sinn, dass das Teil des Themas Abgrenzung ist. Es ist aber tatsächlich, ja, eigentlich der erste Schritt, um Grenzen setzen zu können. Und ja, das Thema Abgrenzung fängt alles an mit dieser Dankbarkeit und Wertschätzung für uns selbst. Denn wir müssen lernen, Mitgefühl und Güte, ja, und diese Compassion für uns selbst zu haben. Und das ist ganz, ganz entscheidend, um dann als im nächsten Schritt auch gesunde Grenzen setzen zu können. Und ja, da fängt für uns als hochsensible Menschen oft das Problem schon an. Wir haben so viel Wertschätzung, so viel Dankbarkeit für andere Leute, für die ganzen Leute in unserem Umfeld. Da können wir das alles fühlen und das uns so richtig, ja, uns so richtig hingeben. Aber wir haben das oft nur sehr, sehr wenig für uns selbst. Ich finde tatsächlich oft, dass je mehr und je extremer man diese Wertschätzung für alles um einen herum hat, dass oft anfangs hochsensible Menschen eher weniger Wertschätzung für sich selbst haben. Und was da, glaube ich, super, super wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir erst unser eigenes Glas auffüllen müssen, bevor wir das Glas anderer auffüllen. Denn wenn wir uns selbst wertschätzen, ist es weniger energieraubend und weniger schlauchend, andere wertzuschätzen und uns wirklich auf andere einzulassen, diese Energien anderer zu spüren, diese Gedanken, was die fühlen. Denn vielleicht hast du das selber auch schon gemerkt, dass oft, wenn man hochsensibel ist, eben Gefühle anderer Leute, oft auch wenn man sie noch nicht mal kennt, intuitiv sofort wahrnehmen kann und spüren kann. Und indem wir das alles um uns herum so aufsaugen, kann das extrem viel Energie uns wegnehmen. Energie, die wir dann eigentlich nicht mehr für uns selbst haben. Und wenn wir in solche Situationen schon hineingehen mit eigentlich nicht so viel Energie, die jetzt schon so da ist, sind wir natürlich noch viel schneller total geschlaucht in solchen Situationen. Und deshalb ist es so wichtig, erstmal zu lernen, dass wir
diese Dankbarkeit und diese Wertschätzung erst einmal für uns selbst brauchen. Und für den einen oder anderen mag das vielleicht ja auf gewisse Weise egoistisch klingen, aber das ist es tatsächlich nicht, denn je mehr du das für dich selber lernst, desto mehr kannst du auch nach außen geben, ohne dass es dich selber so mitnimmt. Und allein das ist ja eigentlich was super Positives, nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld. Und da gibt es eine kleine Übung, die genau dafür gedacht ist, dich darin zu bestärken, dass du mehr Wertschätzung für dich selbst aufbaust. Die Übung habe ich gelernt aus dem Create As You Are Kurs von Connie Bisalski. Kann ich euch auch sehr, sehr ans Herz legen. Ich kann euch dazu auch gerne den Link in die Shownotes mit reinpacken. Und diese Übung ist quasi, das kannst du handschriftlich oder auch auf deinem Handy machen. Auf dem Handy zum Beispiel machst du dir in der Notizen-App einfach eine neue Notiz auf oder wenn du es handschriftlich machst in deinem Tagebuch oder Notizbuch, nimm dir 1-2 Seiten, die du nur dafür nutzen wirst. Der zweite Schritt, den wiederholst du täglich. Am Ende des Tages öffnest du deine Notizen oder dein Tagebuch und notierst das heutige Datum. Dritter Schritt, wiederholst du auch wieder täglich. Schreibe 1-2 Dinge auf, für die du heute stolz auf dich bist. Das muss überhaupt nichts Großes sein. Das kann sowas Einfaches sein wie zum Beispiel, ich habe heute daran gedacht, den Müll rauszubringen. Ich habe heute daran gedacht, die Glühbirne im Badezimmer auszuwechseln. Oder ich bin heute 10 Minuten früher aufgestanden. Oder ich habe heute meine schlechte Laune nicht an meinem Partner ausgelassen. Das können Dinge sein, die vielleicht total winzig nach außen hin ausschauen, aber die trotzdem wichtig sind. Und versuch dich daran zu gewöhnen und zu üben, stolz auf dich selbst zu sein. Du wirst es viel einfacher finden, deine Selbstzweifel aus dem Weg zu räumen und dich stattdessen immer öfter selbst wertzuschätzen. Das ist so eine kleine Mini-Übung, die aber wirklich einen richtig großen Effekt und auch ein super erster Schritt ist, um besser Grenzen setzen zu können. Also nochmal kurz eine Wiederholung. Ersten Schritt, mach dir im Handy eine neue Notiz auf. Im zweiten Schritt, immer am Ende des Tages, öffne die App, notiere das heutige Datum. Dritter Schritt, notiere 1-2 Dinge, für die du heute stolz auf dich bist. Ganz einfach. Und ja, du kannst dann auch gerne, wenn du diese Aufgabe für 1-2 Wochen gemacht hast, kurz aufschreiben, wie fühlst du dich dabei? Ist dir das unangenehm, diese Dinge aufzuschreiben? Fällt es dir leicht oder fällt es dir schwer, Dinge zu finden, auf die du stolz bist? Dass du da auch mal so kurz darüber reflektierst, ja, was diese Übung so nach 1-2 Wochen bei dir auslöst. Und ja, wenn du möchtest, kannst du das natürlich auch sehr, sehr gerne mit mir teilen. Kannst mich auch gerne, falls du das auf Instagram irgendwie festhältst, mich markieren mit chris.oak oder mir auch eine Nachricht schreiben. Das würde mich natürlich sehr, sehr interessieren, wie diese Übung bei dir ankommt. Und wenn du gerne mehr Informationen hättest zu dem vollen 4-Module-Programm für hochsensible Empathen, was ich mache, dann melde dich gerne bei mir. Wir werden eine neue Runde wahrscheinlich im Mai anfangen. Und wenn du dafür gerne schon auf die Warteliste möchtest, dann kannst du mir sehr, sehr gerne auch wieder entweder per Instagram auf chris.oak oder eine E-Mail an chris@chrisoak.com schreiben. Und dann gebe ich dir natürlich auch gerne noch mehr Infos dazu.
Und ja, das war eine kurze und knackige Folge. Heute einfach ja eine kleine Inspiration, ein kleiner vielleicht Gedankenanstoß zum Thema Grenzen setzen. Und dann hoffe ich, dass es dir dann vielleicht auch in Zukunft ein bisschen einfacher fällt, Grenzen zu setzen. Und dann, ja, bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!